Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Wie wirkt eigentlich Alkohol? Alkohol ist unterschiedlich, würde ich jetzt mal sagen. Je nachdem, ob man Bier konsumiert, Wein oder Schnaps. Und gerade auch beim Schnaps habe ich die unterschiedlichsten Sachen erlebt. Whisky zum Beispiel, der macht bei mir persönlich den Körper ein bisschen wärmer und da werde ich auch leicht aggro. Die klaren Schnäpse, da werde ich halt ganz normal besoffen, wenn ich das trinken würde. Schmecken tut mir allerdings der Whisky besser, wenn überhaupt. Früher habe ich ganz gern Rotwein getrunken und Bier. Und die Mischung davon, hey, da wusste der Brallas halt da richtig krass. Und dann hast du einen echt heftigen Kater danach. Aber ich habe es ja gern dann auch gemischt. Anfänglich ist es so, dass man merkt, dass man weniger Hemmungen hat, sich mehr traut, lustiger wird. Ja. Aber mit der Zeit ist es wie auch bei Cannabis der Fall, dass man sich ein bisschen dran gewöhnt und dann wird man halt nicht mehr lustig, sondern ist man so eher normal und ist ein bisschen bedremmelt im Kopf. Bis man halt immer eine kleine Menge überschreitet. Ja. Die Gefahr davon ist, weil halt Alkohol auch überall zu haben ist und sehr günstig zu kriegen ist, dass man da körperliche Abhängigkeit entwickelt. Und da ist dann auch schon wieder vorbei mit lustig. So ein gelegentlicher Konsum ist bestimmt ganz witzig, wenn man mal in einer Runde sitzt und ein bisschen Spaß hat. Aber für die meisten Menschen ist es ja nicht, oder bleibt es nicht da dabei, sondern es ist eine Grundstimmung, wenn man den ganzen Tag Bier trinkt. Ne? Man hält ein kleines Level. Ich meine, ich möchte es ja niemandem verbieten, gell? Aber ganz ehrlich, so ein Alkoholrausch ist gar nicht so schön, wenn man ganz schnell den Überblick verliert. Du verlierst da erstmal die Hemmschwelle weg und dann trinkst du das zweite und bis das zweite richtig wirkt, hast du noch ein drittes und das dritte bist du schon in der Hälfte drin, da wirkt gerade mal das zweite und das war schon zu viel. Das passiert halt da ganz schnell. Und diese Mutproben, was dann Jugendliche machen, wie eine Flasche Schnaps auf Ex wegsaufen, das ist halt einfach auch, weißt, das überleben die wenigsten. Weil die Freunde ja alle weglaufen, wenn einer umfällt. Die wenigsten bleiben dabei und helfen demjenigen dann, sondern sie halten höchstens noch ihr Handy drauf und filmen auch noch, statt dass sie jemandem helfen. Das zieht sich aber auch durch alle Drogen. Ja, das habe ich bei Heroin auch erlebt. Wird einfach draußen vor die Straße auf dem Gehweg gelegt, gerade mal noch einen Krankenwagen angerufen und dann abkauen. Der wird dann da abgeholt. Wenn er Glück hat, überlebt er das. Ja. Es gibt aber auch Arschlöcher, die gehen einfach bloß weg, klauen vielleicht noch das, was der andere hat, an Uhr, Geld, Handy und verpissen sich und lassen den liegen. Ich glaube, heutzutage Handy klauen wäre dumm, weil das kann man orten, gell? Aber ich glaube nicht, dass die drüber nachdenken. Alkohol ist einfach nur ein Zellgift, was ein heftiges, aber wirklich extremst heftiges Lösemittel ist. Es löst die Leber, die Gehirnzellen und Beziehungen auf. Peace out.